Hinsichtlich Erzbischof Wölki konnten wir keine Pflichtverletzung erkennen. Wenn einige Theologen oder Journalisten in den vergangenen Wochen dies ohne Kenntnis der Akten und ohne Befragung von Herrn Wölki und anderen Beteiligten anders sehen als wir, ist das ihr gutes Recht. Es scheint dabei allerdings etwa in Vergessenheit zu geraten, dass wir nicht rückwirkend Recht anwenden können, insbesondere nicht die Empfehlung aus dem Vademecum aus 2020 für einen Vorgang aus 2011 oder 2015 zugrunde legen können.